bei der Auswahl, da haben wir auch nicht die unbekanntesten Lieder genommen. Auch mit dem Gedanken, dass natürlich Transkriptionen erst wirklich Spaß machen zum Hören, wenn man auch das Original kennt. Also das war, ist sicher eigentlich ein Vorteil, dass das eher bekannte Lieder sind. Klarinette können wir wirklich so, wir haben ein bisschen auch mit Willi Zimmermann gearbeitet, zu schauen, wo eben manchmal die, sogar der Geige weniger, die Geige weniger Vibrato macht, sogar fast keine, und ich als Klarinette, die normalerweise keine mache, ein bisschen mehr. Und dann mischt sich diese Dissonanz sehr gut und dann wirkt, meiner Meinung nach, sehr gut. Wir sind ein dynamisches Orchester und dürfen diese Lieder orchestriert zur Uraufführung bringen, kann man sagen. Und für uns und für mich ist das natürlich äußerst spannend, weil es ist wirklich Neuland, auch wenn das bekannte Lieder sind von Schubert etc. Diese Lieder, die wir schlussendlich genommen haben, da habe ich wirklich versucht, eigentlich möglichst dem Original nachzugehen, bis auf eine kleine Ausnahme, und das ist bei Solveigs Lied von Grieg. Da habe ich mir erlaubt, im schnellen Teil, im Tanzteil, einen norwegischen Tanz, also einen nachempfundenen Tanz einzufügen, der erste Geiger spielt. Es tönt so wie von Ferne. Ja, gut. Wäre auch denkbar, ne? Eine von beiden. Okay.